lauter. Hallo, bist du hier ein bisschen? Bist du hier ein Weilchen? Bist du ein Weilchen hier? Pass du drauf auf, das für den Auftritt. Okay? Ich hab's auch mit im Blick. Jetzt hier auf dem Feed, das ist ja hammerblass. Die Bässe rausdrehen. Dreh mal lieber die Bässe. Danke dir. Yeah, dreh mal die Bässe raus. Volle Musik. Dreh mal die Bässe raus. Volle Musik. Dreh mal mehr Bässe raus. Nur ein Test jetzt erstmal. Dreh mal noch mehr Bässe raus. Volle Musik. Dreh mal mehr Bässe raus. Volle Musik, die Bässe raus. Dreh mal mehr von der Musik, die Bässe raus. Yeah. Und jetzt werden die lauter. Yeah, yeah. Yeah. Zack, zack, zack. Baby, sehr, sehr seltsam. Ah, yeah, ah, yeah. Chemnitz, was geht? Na gut, kannst auch machen. So, okay. Ja, super. Geiler Sound. Das wird gut. So, jetzt in 2 Minuten geht's los. Ihr könnt schon mal diese tolle Band hier bewundern. Kleinen Applaus für Ufo Lindenberg in Chemnitz. Der Saxophonist muss pinkeln, ich zieh mich jetzt um. Jetzt ist der Platz für die Gastpredigt. Yeah.
Danke schon mal. Wie viele unterbezahlte Finger haben unsere bunten Hasskappen gehäkelt? Ja, Delay immer da. Wir versuchen es nochmal. Ja. Der Techniker ist cool, chaoskompatibel, das ist super. Der Vorgeschmack ist da! Ich glaube, das ist nicht aus. Da! Welche Körpergröße haben denn unsere Gefühlsschränke noch? Und wer möchte an der Garderobe arbeiten, wo halt ich mein Gewissen abgeben? Tatsache ist doch, dass alle Kippen kaufen, anstatt das Kaufen zu kippen! Wir taumeln zwischen Wischtelefon und Apokalypse. Wir wanken zwischen Hysterie und Topfpflanzen. Konzentriert euch! Konzentriert euch! Konzentriert euch! Ja, liebe Gemeinde, wir beginnen dann mal hier mit diesem kleinen Echsen-Sabbat. Haha, wir sind nämlich als Echsen. Wir sind aus dem Gehirn von Xer wieder Neidu. Wir haben ganz viel Blut im Keller. Wir sind aus dem Gehirn von Nena.
Wir quälen kleine Kinder und posten die Fotos, damit ihr alle die Basis wählt. Schluss!
Die meisten Vergleiche hinken sehr. Und wenn ich nicht bewusst mein Bewusstsein erweitere, dann hink ich immer mehr und mehr mein Instinkt hinterher. Es ist
ist verrückt normal zu sein. Es ist zu spät pünktlich zu sein. Es ist albern ernst zu bleiben. Es ist verrückt normal zu sein. Es ist zu spät pünktlich zu sein. Es ist albern. Wie kriegt man Brot in Altbeck am Auto? Wo ist der Osten, wenn Piron-Dollar kosten? Wozu hast du Lust, wenn du Kapitalismus? Wie lang machst du weiter, wenn du weißt, du hast noch einen Termin? Mit einer Flasche Medizin, wozu diese Fantasie? Hab ich zu laut geschrien? Oder wo ist meine Stimme hin? Ich mach leiser. Jetzt Fiano. Mach mal ein bisschen leiser, da kommt Fiano, dann nimmst du mal runter. Ja? Kurz mal runter. Lass mal die Pferde vorbei. Ja, das war das Lied. Wie heißt es? Es ist verrückt normal zu sein. Ihr seid irgendwie so stumpf. Macht mal Huhn oder so. Das war's schon. Sollen wir aufhören? Sollen wir weitermachen? Okay. Machen wir weiter. Schmetterling gut gewünscht von dem. Na gut, okay, aber das kommt. Brauchen wir Original oder Info-Schmetterling? Yeah. Okay, jetzt kommt Schmetterling aus Beton Remix featuring Ufo Lindenberg. Geiles Intro schon mal. Kommt doch mal ein bisschen näher, ich bin ja nicht ansteckend. Also so groß muss der Abstand jetzt nicht sein. Ich weiß schon, Vorsprung durch Abstand, das ist ja auch das Motto der Bergpartei. Aber ihr könnt trotzdem ein bisschen näher rankommen jetzt, Leute. Wie nennen Sie? Jetzt seid nicht so schüchtern und scheu, das nervt jetzt. Kommt mal bitte ran hier. Wackelt der Tisch und es dröhnt im Ohr und die Tapete fällt von der Wand. Reißt das Fenster auf, atme tief ein, denn was jetzt kommt, sprengt deinen Verstand. Zittert die Luft, die Wolken reißen auf und du hörst ein Megafon. Reiß dich zusammen, denn es nähert sich eine bedrohliche Sensation. Hier kommt der Schmetterling aus Beton. Der Schmetterling aus Beton. Er fliegt mit dir davon. Schmetterling aus Beton. Schmetterling
Deswegen ist er jetzt nur in meinem Laptop dabei und deswegen spiele ich das jetzt mal, weil er macht richtig geile Musik. So, warte mal. Ihr könnt mal so lange Chips essen. So, warte. Ein bisschen lauter die Musik. Nee, noch lauter. Ach, du musst los, schade. Okay, vielen Dank. Ja, so ist gut. Hinterm Gartenzaun geht's weiter. Ufo Lindenberg in Chemnitz. Ein neuer Zaun. Hinterm Gartenzaun immer weiter. Hinterm Gartenzaun geht's weiter, Baby. Spielraum, Maske, noch zu den ganzen Rechnungen im Briefkasten. Gibt es noch irgendwas, die mir begegnet?
Ich dachte, wir sind hier im Traum. Udo Lindenberg! Okay, ja, der Song ist vorbei. Ja, danke. Okay, okay. Noch einer aus der Dose oder wollt ihr wieder ran? Sag mal was. Ich hab du hast Bock? Okay, hau rein. Gut. Aber fang doch mal mit der Maultrommel an. Ja, jetzt kommt es. So, ich weiß nicht, ob ihr dieses esoterische Magazin kennt, was oft im Bio-Supermarkt rumliegt. Das heißt Sein. Kennt ihr die Sein? Das liegt eigentlich in jedem Biomarkt. Da ist was passiert. Der Herausgeber hat gewechselt. Die schwurbeln jetzt hart ab. Auf dem Cover ist jetzt Deutschlandfahren drauf und so. Das ist richtig gruselig. Und das liegt halt in jedem Biomarkt. Und ich brauche, auf der Rückseite ist so eine Anzeige von so einem Fernheiler. So eine dicke Ecke, da steht so Fernheilung. Die brauche ich, die Ecken, für meine Plakate. Die klebe ich auf meine Plakate drauf. Fernheilung. Total gutes Motto für ein Plakat, für ein Parteiplakat von der Bergpartei. Also ihr könnt die auch aus Chemnitz nach Berlin schicken zu mir, diese Ecken. Holt die bitte aus dem Supermarkt. Diese Sein ist nicht mehr okay. Also die ist No-Go. Da geht, das geht, wenn euer Biomarkt die noch liegen hat, dann macht die mal darauf aufmerksam, dass er Werbung für Fairtex macht. So, und jetzt geht's weiter. Was geht? Ah ja. Ah, ich hab dir reingequatscht. Also, Millionen Kunden schluckte. Nochmal.
Sie zuckten zu Mucke wie Verrückte, bis im Club die Leute nur noch guckten.
versteckte Effekte Chemnitz Remix featuring Ufo Lindberg. Ich bin Pastor Leumund und noch eine halbe Stunde für euch da, wenn ihr jetzt ausfällt. Okay, zählt unter Ausflippen, ist okay. Ja. Gut. Ich esse jetzt noch einen Hafer-Schokoladenkeks. Und in der Zeit könnt ihr den Monster nächsten Song. Das war übrigens musikalisch richtig groß, eben der Song, fand ich. Darf ich das mal sagen? Ich weiß nicht, was das für ein irrer Afrobeat war, den du da irgendwie. Irre. Chips, der macht die ganze Zeit Werbung für Produkte. So, achso, ich mach mal kurz, während ich meinen Schokoladenkeks esse, mach ich mal kurz, oder willst du anfangen? Das muss weitergehen, oder ich mach mal. So ist das hier knallhart. Passo und keine Zeit für Pause. Oder wollen wir mal wollen wir mal ein bisschen Freestyle? Kann hier jemand Freestyle? Gibt es Freestyler in Chemnitz? Hier unter euch. Was ist hier mit der Crew von dem Späti? Sind da vielleicht Freestyler drin? Sag mir doch mal bitte, was es gibt bei euch zu trinken. Ich möchte bitte Völkel Matcha Eistee. Ich komme aus Berlin, ich bin das so gewohnt. Aber hier gibt es saure Mate. Auch mal gut, auch mal was Neues. Ach, egal, ja, saure Mate, warum nicht? Ist nicht so süß, toll, ja. Macht mir Spaß, trinke ich gerne mal, ja. Und dann esse ich diesen Keks.
Leute, jetzt macht es Angst, Leute, wir kommen uns aus. Echt, ich meine das ernst. Wenn ihr jetzt nicht tanzt, wir hören auf. Es ist so.
zwei Corona-Song geschrieben. Der heißt Der Finger auf der Vorspultaste. Okay. Der Finger auf der Vorspultaste. Ja. Nächster Lockdown kommt bestimmt. Für immer ich. Ja. Den Finger auf der Vorspultaste. Vorspul. Bis zu der Stelle, wo es besser wird. Die Finger auf der Vorspultaste.
was hier los ist. Ich finde, unser Konzert wird immer besser, aber die Leute werden immer weniger. Liegt das jetzt an uns? Wer kann das Rätsel aufklären? Keine Ahnung. Um 7:30 geht der Chemnitzer hier eben Schnitzel essen, oder was? Was ist los hier in Chemnitz um 7:30? Geht ihr alle Schnitzel essen oder wo sind die Leute, ey? Ja, nein, ihr seid ja da. Feuerzeug, das finde ich gut. Nein, wir wollen die Kiste wieder aufmachen. Um 7:30 in Chemnitz wird Schnitzel gegessen. Da gehen wir schön nach Haus. Um 7:30 in Chemnitz. Was ist hier typisch? Mozartkugeln. Verlierte Mozartkugeln zum Nachtisch. Aber erstmal das Schnitzel und 7:30. Das muss schon sein. Egal ob Pastor Leutnant auf der Straße predigt. Ist uns egal. Wir brauchen unser Schnitzel um 7:30. Was machen wir jetzt? Achso, auf den vielfachen Wunsch des Pianisten spielen wir jetzt ein Lied von in den Puschel kommen. Ja,
top. 11:08. Ja, ja, das war der letzte Song. Wir waren geil. Chemnitz, Sonnenberg geil. Rocco geil. Hangzucker Kultur geil. Richtig geil. Tschüss. Achso. Danke, Leute. Ja, ihr könnt mit uns quatschen hier gleich. Oder auch nicht. Wir müssen dann noch gleich einen Zug wieder nach Berlin nehmen. Aber ihr könnt uns ja mal euer Lieblingscafé zeigen. Und ich habe gehört, der Kaffee ist hier besonders gut in Chemnitz. Danke, tschüss. Applaus nochmal für Uwe Lindberg, Dorian an der Klavistermaschine, Nico am Keyboard, Tim am Saxophon und ich bin Pastor Leumund und auf Tour. Checkt die Daten.
und das ist jetzt Leumunds Comic-Totenkopf. Der ist voll cool.